So, wir werden mal wieder ausgesetzt. Diesmal als Elite-Ghost, was so viel bedeutet wie: Wir haben mehr Leben, ein Schild und viel mehr Energie. Die Fähigkeiten bleiben dabei aber die gleichen, lediglich nur eingeschränkt. Unser Teamleiter gibt uns an manchen Stellen vor, wann wir sie einsetzen und wann wir sie nicht einsetzen können. Ziel ist es, eine geheime Protoss-Waffe zu finden. Und die machen es uns alles andere als leicht, der auch nur nahe zu kommen. Treffen wir an manchen Stellen auf einfach nur dastehende Protoss-Krieger, werden uns an anderen in schönen Skriptsequenzen welche auf den Hals gehetzt. Haben wir die erledigt, heißt es erst einmal warten. Denn ohne unseren frisch aufgeladenen Schild und ohne Energie sind wir so gut wie wehrlos. An anderer Stelle teilt uns unser Koordinator mit, wann uns ein Nuke oder Autoturrets zur Verteidigung zur Verfügung stehen. An einer anderen Stelle müssen wir mit Bomben Phasenprismen der Protoss zerstören. Durch diese erhalten sie nämlich ihre Verstärkung. Und danach heißt es erstmal wieder warten. Und so ist das eigentlich die ganze Map über. Gegner kloppen, warten und so weiter. Kurz und knapp ist dazu zu sagen, nichts Besonderes. Wenn wir uns durch einen Dschungel ballern wollen, dann spiele ich doch lieber Top-Down-Fighters. Das geht inzwischen sogar schon zu zweit.